Ein herzliches Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schauen uns heute mal an, wie man bei Cubase Drums programmiert und zwar so ähnlich wie bei FL Studio, denn einige hatten mich per E-Mail erreicht und gefragt, ob das Ganze überhaupt möglich ist. Und ja, es ist möglich. Es ist zwar ein bisschen anders gestaffelt als bei FL Studio. Ich habe damals sehr lange mit FL Studio gearbeitet und sehe da schon ein paar Unterschiede. Nichtsdestotrotz, wer auf diese Pattern-Technik steht, ist bei diesem Video genau richtig. Wenn du gerade mit Cubase anfängst oder wenn du schon länger dabei bist, vielleicht nimmst du ja was Neues mit. Also bleib am besten dran und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Bis gleich. Um bei Cubase Drums zu programmieren, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Man kann mit dem Sampler anfangen, man kann mit Groove Agent anfangen oder man kombiniert Groove Agent mit dem Beat Designer. Und der Beat Designer ist nämlich genau das, was bei FL Studio diese ganzen Patterns machen. Und das werde ich euch mal kurz zeigen. Das heißt, den hauen wir uns direkt mal hier bei Cubase rein und da ist er auch schon. Ein sehr, sehr interessantes Plugin. Ich habe mich damals sehr wenig damit beschäftigt, aber was Groove Agent alles kann, ist schon echt enorm. Das unterschätzen wirklich viele Cubase-User, die damit nicht so viel arbeiten oder sich noch nie so wirklich damit beschäftigt haben. Man kann sich hier Kits auswählen, einmal hier oben oder auf der rechten Seite. Man kann sich aber auch eigene Samples reinladen und das machen wir jetzt nämlich. Das funktioniert hier über den Browser. Ich habe hier nämlich schon mein Safari Drum Kit drin. Gehen wir unter Drums und hauen uns erstmal eine Kick rein. Dann nehmen wir eine Rim, ein, zwei Hi-Hats, mal die direkt, etwas dünnere, so. Symbol und eine Open Head darf natürlich nicht fehlen. So, okay, dann haben wir die Pattern hier sozusagen voll. Könnten das Ganze jetzt auch über die Pads einspielen. Aber wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen in die MIDI Inserts und laden uns den Beat Designer rein. Und da ist das gute Stück. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier die Töne abzuhören. Also die wir halt in Groove Agent reingeladen haben und können auch eigentlich direkt loslegen. Jetzt gibt es einiges zu beachten, zum Beispiel das Einfügen der Pattern. Man kann hier oben in den Balken klicken, dann werden die halt mehr gelblicher. Das heißt, sie sind lauter, die haben eine sehr hohe Velocity. Wenn man hier unten in den Bereich des Balken klickt, dann werden die halt rot und haben dann dementsprechend eine leisere Wiedergabe und eine niedrigere Velocity. Oder man klickt hier oben einfach rum und kann bei gedrückter Maustaste hin und her schieben. So, dann würde ich mal sagen, ich spiele jetzt einfach mal kurz was ein. Das war die richtige BPM-Zahl, nehmen wir mal 124. So, das heißt, den ersten Beat, also die erste Bank, wie man hier unten sehen kann, dazu komme ich aber gleich, die haben wir schon so gut wie fertig. Man könnte jetzt zum Beispiel in den Hi-Hats ein paar Specials einfügen, indem man auf die drei kleinen Punkte, die hier unten links zu sehen sind, draufklickt und dann sind nämlich die Flame Positions aktiviert. Das bedeutet, ihr könnt Hi-Hat, Rolls und sowas damit gestalten. Das zeige ich euch einmal kurz. Ich gebe das einmal kurz wieder. Auch eine sehr schöne Sache, um das Ganze dann später abwechslungsreicher zu machen. So, und wenn wir jetzt mehr Variation haben möchten, dann können wir natürlich das Ganze kopieren und duplizieren. Das machen wir hier oben rechts. Pattern kopieren, dann gehen wir auf D oder auf C-Sharp, ist ja egal. Je nachdem, was ihr da später einspielen wollt oder ob ihr das direkt mit der MIDI einfügen wollt, dann geht ihr wieder auf den Pfeil und Pattern einfügen. So, und jetzt kann man hier natürlich nochmal variieren. Das heißt, hier nochmal eine Rim und hier nochmal eine Hi-Hat mit Rolls. Genauso kann man dann die ganze Zeit weitermachen. E, F, dass man sozusagen den kompletten Beat, also den kompletten Drum-Ablauf in diesem Beat-Designer festlegt und dann kann man nämlich später Folgendes machen. Man kann sich die Pattern dann hier runterziehen. So, das wäre jetzt Pattern 1, das wäre Pattern 2. Dann haben wir diese beiden Pattern mit den jeweiligen Variationen halt in unserem Sequencer, also in unserer Playlist, so wie es halt dann auch bei FL Studio ist. Und wenn ihr das Ganze dann über die Playlist wiedergeben wollt, dann müsst ihr natürlich den Beat Designer deaktivieren, denn sonst spielt das Ganze doppelt gemoppelt ab und ja, das wollen wir nicht. So, dann lasse ich das kurz mal abspielen. Klebt das mal kurz zusammen, färbt das auch einmal in grün, dann sieht man gleich genau die Variation.
So, jetzt fragen sich natürlich viele, wie soll ich denn die einzelnen Drum-Elemente bearbeiten? Also sprich Kick, Snare, was ist, wenn ich die Hi-Hat pennen möchte oder die Rims ein bisschen leiser? Das könnt ihr natürlich im Groove Agent machen. Das heißt, ich spiele das Ganze mal ab und variiere hier mal ein bisschen rum. Man kann dann in einem Groove Agent selber an sich noch einiges in den Pattern machen. Man kann sich in dem Pitch-Modus bewegen, in dem Filter-Modus, im Amp-Modus und so weiter. Aber das wäre dann wieder so eine Masterclass fürs Groove Agent. Hier geht es ja eigentlich generell um den Beat-Designer und wie man überhaupt Drums produzieren könnte. So, jetzt möchte ich auf die einzelnen Drum-Elemente natürlich meine Plugins setzen. Ja? Sprich, ich möchte einen Kompressor auf der Kick haben. Ich möchte einen leichten Raum auf die Hi-Hats haben und so weiter. Dafür gibt es hier die Mixer und Send-Effekte und so weiter. Aber ich möchte meine eigenen Mix-Kanäle in meinen Cubase-Mixer haben. Und das geht folgendermaßen. Ihr geht zum Beispiel auf den ersten Pattern, geht auf Kit-Mix und dann auf Out 2. Dann auf den Rim, Out 3. Hi-Hat, Out 4. Hi-Hat 2, Out 5. Das macht ihr dann halt so weiter, je nachdem, wie ihr das halt eingeordnet haben möchtet. So, und wenn wir dann diese schöne Pfeilchen hier runterklappen, dann haben wir Folgendes. Und wir sehen hier im Mixer, dass wir die einzelnen Kanäle bearbeiten können. Wenn ihr das Ganze jetzt doch nicht haben möchtet, wegklicken und neu bearbeiten. Das Gute am Beat Designer ist, ihr habt hier die Möglichkeiten, 1 bis 2 Swing-Einstellungen vorzunehmen oder auch jeweils die einzelnen Drum-Elemente zu swingen oder swingen zu lassen. Wenn ich jetzt nur die Hi-Hat swingen lassen will, dann geht man einfach auf den Solo-Button und kann sich hier, wie man es lesen kann, Use Swing 1, Use Swing 2 auswählen und dementsprechend dann noch mehr rumexperimentieren. Oder man lässt einfach den kompletten Drumloop swingen. Bringt halt dadurch dieses gewisse Groovement rein, damit das nicht so robotermäßig klingt und alles genau auf der Millisekunde sitzt. Wenn man das Ganze ohne die Banks hier erweitern will, dann kann man sich hier oben mehr Pattern einbauen. Ist eigentlich nicht vonnöten, weil wie gesagt, man hat hier unten so viele Banks, die man dann mit Pattern vollstopfen kann. Ja, sollte eigentlich reichen. Man muss sich die Pattern jetzt nicht in die Playlist ziehen. Man kann das Ganze auch mehr mit Keyboard einspielen. Und das funktioniert so, indem man auf Jump Mode klickt. So, und dann hat man die einzelnen Tasten hier unten, wie man sehen kann. Wenn man es jetzt komplett live abspielen möchte. Ich habe das zum Beispiel mal so probiert, dass ich einen ganzen Orchesterbeat, da hatte ich auf der Pattern C hatte ich nur leichte verhalte Shakers drin, auf D dann die erste Kickdrum und dann ging ab E, glaube ich, der richtige Drumloop los mit Erweiterung auf FG und der Beat lief quasi komplett durch den Beat Designer und dann habe ich mir später einfach nur mit einem Klick alles komplett reingezogen. Das kann man natürlich auch machen. Ja, so viel dazu. Oder man variiert mit den Takten. Die zweite Variante, Drums zu gestalten, ist über den Sampler. Und das ist eigentlich auch so einer meiner gängigsten Varianten, denn ich habe mir das irgendwie so angewöhnt, dass ich mir rechts aus der Browserleiste direkt einen Sample reinjagen kann. Und ich bin mit dem Sampler an sich jetzt sehr gut befreundet. Früher mochte ich den von Cubase überhaupt nicht. Ich glaube, der hatte damals auch, glaube ich, keinen. Ich glaube, erst ab Version 9 hatte Cubase einen Sampler. Und den finde ich ganz knorke, muss ich sagen. Und ich zeige euch auch, warum. Nehmen jetzt einfach mal hier... Nehmen wir einfach mal jetzt hier diesen Hi-Hat-Loop. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel slicen, dann würde er mir die einzelnen Loop-Elemente extrahieren und ich könnte die
per Keyboard abspielen. Das macht man eigentlich, wenn man jetzt einen kompletten Drumloop hat. In diesem Fall habe ich nur Hi-Hats drin. Das bedeutet, kann das Ganze anders gestalten. Bedeutet, ich ziehe mir diesen Spielrahmen hier erstmal zur Seite, so dass ich nur eine Hi-Hat drin habe. So. Je nachdem, was man dann für ein Signal drin hat, Monophon-Modus oder Legato-Modus für die 808s oder was auch immer. Doppelklick ins leere Feld, nochmal Doppelklick, dann öffnet sich unten die Lower Zone. Wir gehen jetzt in die obere und fangen mal ganz entspannt an, hier ein paar Hi-Hats reinzubasteln. Hier noch was Schnelles. So, so. Einmal markieren, dann die Anschlagstärken variieren. Das habe ich bei mir so automatisch eingestellt. Das geht natürlich über die Einstellung. Da kann man sich seine eigenen Shortcuts machen. Da habe ich auch mal ein Video zugemacht. So, den möchte ich hier runterfahren lassen. So schnell hat man zum Beispiel Hi-Hats drin. Man könnte dann noch weitergehen und zum Beispiel das Ganze automatisch nach links und rechts schwingen lassen, indem man jetzt hier den Schreibmodus aktiviert und mit dem Pen-Modus einfach mal ein bisschen rumspielt. Dann könnte man zum Beispiel mit dem Filter-Effekt rumexperimentieren, halt mal ein bisschen mehr Sättigung, mal ein bisschen weniger Sättigung. Könnte mit den Modis etwas rumexperimentieren, das Ganze sharpen oder mit den Phasen herumspielen. Also wie gesagt, die Möglichkeiten sind hier sehr, sehr weit. Jetzt war jetzt ein bisschen extrem, aber jetzt nur als Beispiel. Genau, und wenn man das Ganze dann dupliziert, hat man die ganzen Automationen direkt mit. Man hat die in einem Take. Wenn man das nicht mit dabei haben möchte, also wenn man, sagen wir mal, nur die Hi-Hats duplizieren möchte, ohne die ganzen Automationen, dann müsst ihr auf Bearbeiten gehen und diesen Haken entfernen. Automation folgt Events. Denn dann dupliziert ihr nur den Take und nicht die ganzen Automationen. Wie gesagt, das ist so die gängigste Variante von mir. Natürlich arbeite ich auch oft mit dem Groove Agent. Je nachdem, was für eine Beatrichtung ich anstrebe, also wenn es Hip-Hop ist, dann benutze ich oft den Groove Agent, weil ich da drin auch gewisse Sachen sehr cool, auch Melodien sehr cool samplen kann. Wird vielleicht auch nochmal ein Video dazu kommen. Was habe ich da hingeschrieben? Kickel? Kickel? Ne, Kick ist das. So, genau. Warum haben wir denn jetzt hier eine Kick? Beim One-Shot ist das natürlich einfacher. Da braucht ihr die Samples nur in den Sampler zu ziehen. Beim Loop ist es so, da müsst ihr euch das Ganze dann so anpassen, wie ihr das haben möchtet. Doppelklick, Zeilenwerkzeug, Achter, schon habt ihr eine Kick. Oder bei Dancehall ist es meistens ein Vierer. Sorry. Ich soll mal kurz wegmachen. Und schon habt ihr einen Kickloop. Wenn du wissen willst, wie man zum Beispiel eine Kick viel lauter wirken lässt, die aber von der Dezibelzahl trotzdem niedriger aussieht, um den Beat am Ende schön laut zu bekommen, dann verlinke ich dir oben ein Video, das kannst du dir gleich anschauen. Und an die Cubase-User da draußen, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so benutzt, wie macht ihr eure Drums, verwendet ihr den Sampler, verwendet ihr nur Groove Agent, verwendet ihr Groove Agent und den Beat Designer. Aber ich bin gespannt auf eure Kommentare, von daher wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, dass ich einigen helfen konnte, die mich danach gefragt haben. Ich hoffe, es ist klarer. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne auf Instagram eine Privatnachricht und ich bin mir sicher, dass ich diese auch beantworten kann. Von daher macht euch einen schönen Restabend und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüssikowski.